So, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Tanneberg vom Rough Rider. Rough, rough. So, endlich ist es soweit. Ganz viele hatten es mir auch in die Kommentare geschrieben. Hol dir den Class Lexion von Modhoster. Ja, da ist er, ne? Unheimlich geiles Teil, ne? Also wenn wir da mal reingucken in den Shop, das ist ja gigantisch. Das ist ja unglaublich. Du hast ein Small, du hast ein Middle, du hast ein Big, du hast ein Very Big, ne? Bei Small geht das 47, 57 und dann kannst du hier noch Terra-Tracks und oder nicht und Rohrlänge und Spreu und Radialverteiler und hast du nicht gesehen. Hier genau das gleiche, 57 bis 67. Beim Big 77 bis 87 und hier dann nochmal natürlich, ne, 77 bis 87. Jo, und dementsprechend auch das Füllvolumen hier, ne, den Korntank 13,5, 12,8, 11 und 10.000, ne. Also ich habe jetzt den kleinen genommen, weil das auch ein bisschen Geld kostet, ne. So, und dann haben wir hier 503 PS, ne, haben sie, also die mittleren und der kleine und der große dann 626, die beiden, ne. Schneidwerke sind dabei, Schneidwerkswagen ist dabei, sogar hier kann man auswählen, ne? Will man die 25er-Variante, will man die 40er-Variante und. Hier drin geht es natürlich weiter, ne? IC, wohin das Auge reicht, hier irgendwie Kabinenlicht anmachen und Scheibenwischer können wir hier anschalten, ne? Und also kleine Gimmicks und Spielereien ist irgendwie, ja, total genial, ne? Ihr habt vollkommen recht gehabt, schmeiß den alten Johnny weg, hol dir den Class Lexion vom Modhoster, habe ich getan und ich bereue bis jetzt keinen Zentimeter, ne? Also das ist echt Wahnsinn, was da jetzt rausgekommen ist, also unglaublich, ne? Also ich habe das Spiel jetzt neu gestartet mit dem Patch 1.4.2, der ist zum ersten neu gekommen, so. Dann mit dem Class Lexion, Punkt Nummer 2 und Punkt Nummer 3, das Kuhn-DLC, ne? Also ordentlich Content jetzt hier mit dabei. Und was mir aufgefallen ist allerdings beim Patch 1.4.2, ich weiß nicht warum, aber wir haben jetzt erstmal so kleine Mini-Lags, Mini-Ruckler drin, weil er irgendwas irgendwie nachladen muss. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich will nur, dass ihr das schon mal vorher wisst, dass es hier ab und zu so kleinen Rucklern kommen kann, weil er irgendwas hier von der Karte oder was, ne, von den Karten neu laden muss. Ich glaube aber, da können wir drüber hinwegsehen. So, dann fahren wir jetzt erstmal zum Hof, denn wir müssen immer noch ganz, ganz schnell den Raps dreschen, damit wir da Geld verdienen, denn ich habe noch mehr vor. Ich habe noch mehr vor. Ich möchte noch mehr kaufen. Guck, das meinte ich eben, ne? Aber ich glaube, das ist nicht weiter schlimm. Denn, ja, wie gesagt, ich möchte noch mehr kaufen. Ich möchte unbedingt den Class Axion noch haben. Und ich brauche eine größere Mulde und ich brauche einen Radlader. Weil das mit dem Kompost da unten, das, boah, das läuft über. Der Komposter produziert nicht mehr, weil Kompost ist voll. Wie kann das denn nur passieren? Ja, ich komme gar nicht so schnell zum Schaufeln. Deswegen brauche ich einen Radlader. Da muss ich ordentlich schaufeln, schaufeln, schaufeln und eine große Mulde und ein Class Axion zum Abfahren. Das hilft nichts. Guck mal, schönes Ding, ne? Boah, wenn du so einen Drescher hast, ey. Nicht schlecht, Herr Specht. Auch mit dem angepassten Schneidwerkswagen und so, ne? Total genial. Total genial. So, jetzt lassen wir den erstmal hier stehen. Und dann müssen wir nämlich erstmal ankoppeln. Also natürlich erstmal abkoppeln, aber das Schneidwerk ankoppeln. So, die Randale-Leuchte kann auch aus. Dann können wir schon mal ausklappen hier. Licht haben wir natürlich auch, ne? Guck mal, und auch dennoch reale Lichter, ne? Seht ihr das? Hinten an den Ballen mit diesen Schatten. Wenn ich jetzt mal das Rohr ausfahre. Guck mal. Ist das Hardcore? Unglaublich. So, guck mal, hier, GPS. Geil, ne? Die, guck mal, die Leiter auch hier. Zack, GPS klappt sich aus. Unglaublich. Hier hinten, Wahnsinn. Also richtig, richtig, richtig geiles Ding, ne? Müsst ihr mal vorbeigucken. Gibt auf Modhoster und ich bin mir auch sicher, dass ihr das auch über Forbidden Mods laden könnt, dass der da auch ist. Und irre. So, nochmal runter. Ich muss noch die Zapfwelle ankuppeln. So. Okidoki. Dann einmal anheben. Und dann müssen wir aber zusehen, dass wir den Raps jetzt hier runterkriegen. Ich weiß noch nicht, wie das ist, ob der jetzt einen Rapstisch denn selbst anbaut. Ich gehe mal ganz stark davon aus, ne? Boah, guck mal, wie der hier rüber schwankt. Wie ein alter Segelkutter. Auf hoher See.
So, Schneidwerk habe ich 57 genommen, ne? Weil ich glaube, viel größer müssen wir für den Anfang hier nicht rumtüdeln. So, wir machen 37. Schieben das mal hier schön rüber, dass das ja schön passt, ne? So, und dann würde ich sagen, lassen wir das Ding mal warm laufen hier. Das gerade gehört. Warte mal. Geil, ne? Unglaublich. Boah, ich freue mich richtig. Schön, dass ihr mir das reingeschrieben habt. Oh, guck mal, ne? Alles qualmt und raucht und staubt und scheppert und... So muss das sein, dann. Sehr, sehr schön. Tja, herrlich. Gut, dann gib du mal Gas hier, Thomas, ne? Du warst ja im Dreschen ganz gut, ne? Ja. Sehr schön. Dann gib du mal einen schönen Gas. So, wir müssen gucken, dass wir den Raps jetzt hier noch wegkriegen. Ich weiß nämlich nicht, wie lange die Nachfrage noch ist. Wir gehen mal ganz kurz... Ja, ich habe ordentlich Kredit aufnehmen müssen, ne? Übrigens für den Drescher. Den Johnny habe ich verkauft, aber musste natürlich noch ordentlich... sag schnell, Kredit aufnehmen. Damit wir uns das Ding da, das Schmuckstück da leisten können, ne? Achso, dann können wir hier gleich geradeaus am Feld vorbeifahren. Über den Feldweg. Dann sollten wir eigentlich auch zur Abladestelle kommen. Gucken wir mal. Oh, ja. Hier, nochmal ordentlich nachgeladen. So, zack, fertig. Ja, und dann würde ich ganz gerne den Johnny hier austauschen, ne? Dann würde ich... Oh, der Baum. Oh, der ist aber gefährlich hier. Autsch, autsch. Ja, den Johnny hier würde ich dann ganz gerne austauschen. Weil... Ja, weiß ich auch nicht, ne? Irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Da... Also der Axion muss her, ne? Und ein Radlader. Denn da mit dem Kompost verdienen wir natürlich ordentlich Geld. Und das muss schneller gehen da unten. Deswegen brauchen wir noch eine große Mulde. Wie gesagt, den Radlader und den Axion, ne? Und dann würde ich ganz gerne mir so langsam aber sicher mal so ein paar Mähwerke gönnen. Zwei, um genau zu sein. Eins vorne, eins hinten. Und ja, dann Schwader und Ballenpresse und sowas alles, ne? Dass wir dann so langsam aber sicher in die Kühe gehen können. Da würde ich ganz gerne mal anfangen, so langsam aber sicher. Weil das ist ja auch noch ein nettes zweites Standbein, ne? Mit den Kühen. Da kann man ja ordentlich aufbauen. Und wie gesagt, die Tanneberger, die haben hier schon ewig keine Milch mehr getrunken, ne? Das gibt hier keine Milch. Du kriegst hier keine Milch. Deswegen haben wir hier auch noch relativ gute Milchpreise. Und da müssen wir einfach loslegen, ne? Ob du willst und nicht. Das geht nicht anders, ne? So, dann stellen wir den erstmal wieder hier hin. Thomas soll da erstmal schön weitermachen. Gut. Übrigens, das Handbremsenmodul werde ich auch ganz oft gefragt, ne? Gibt's bei Black Panther Group. Das ist denn mit Symbol und mit Sounds. Black Panther Group. So. Ja. Dann brauchen wir einen Radlader. Radlader. Es würde uns der Kleine reichen. Weil wir nicht hoch ins Silo toben oder so, ne? Oder der 165.000, ja. 156 PS, 195 PS. Okay. Dann wäre der schon fast besser, ne? 165.000. Naja, gut. Das hilft nichts. Bis 500 können wir aufnehmen, Gott sei Dank. Warte mal, ich nehme mal bis 490. Okay. Dann haben wir noch ein bisschen Puffer, 480. So, das reicht aber immer noch nicht für alles. Naja, wir gucken mal. So, wir brauchen den Radlader. Radsetup, Standard, Design. Auch Standard. Kaufen. Oh, hau, hau, ach du. So, die Schaufel brauchen wir. Kaufen. So, dann brauchen wir, dann gucken wir mal. Ja, 126.000 sind es eh nur noch. Für den Class reicht es eh nicht mehr. Aber wir gucken mal. 263.000. Oh Gott, was ist denn hier kaputt?
Alter Vater, was kann man denn hier alles auswählen? Felgenfarbe, Design, Schwarzteil, Chromteil, um Gottes Willen. So, dann brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Irgendwie einen Kipper bräuchten wir noch, ne? Und vor allem irgendein Fahrzeug, was den auch ziehen kann. Er ziehen könnte er hier. Er könnte ziehen. Warte mal, wir schmeißen mal hier die Seemaschine ab. Denn die muss sowieso erstmal noch gewaschen werden. So, Thomas hat die Arbeit erfolgreich beendet. Wieso das denn? Irgendwie. Ach so, da war was. Ah, da, der Baum war im Weg. Da hat er gedacht, er fährt sich die Karre kaputt. Nee, ist auch richtig. Der ist nagelneu, ne? Da muss man nicht gleich übertreiben. Das ist schon richtig so. So, dann knabbern wir das hier nochmal eben ab. So, und dann sagen wir ihm hier, er soll nochmal loslegen hier. Das ist aber auch wirklich ein schönes Teil geworden, ne? Ja, wir haben alle drauf gewartet, dass mal richtig, richtig schöne große Class Lexions kommen, ne? Und jetzt sind sie da, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich bin echt begeistert von dem Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Also richtig schönes Drescherchen. Mit Kennzeichen auch anmontiert, ne? Schön, schön. Vor allem auch mit der GPS-Antenne und so, ne? Das ist irgendwie so fetzig. Sehr cool. Sehr geil. Und vor allem habe ich schon Bilder gesehen, auch wo der denn dreckig aussieht, ne? Oh Mann. Richtig schön, du. So, und hier die letzte Spur schicken wir den Helfer runter. In der Zeit gucken wir mal, dass wir eine schöne große Mulde finden und dass wir dann mit dem Case da ein bisschen was verkaufen können. Bisschen was verkauft kriegen, ne? Weil der Kompost muss weg da. Die Produktion steht. So, dann fahr du mal hier runter, Thomas. Mit Schmackes. So. Dann gucken wir mal in die Garage. Genau, den haben wir hier zum Abfahren. So einen kleinen für Saatgut und sowas. Ne, ansonsten haben wir nichts mehr. Also, achso, hier, ihr wolltet wissen, wie die Seemaschine heißt, ne? Habe ich, glaube ich, auch schon gefühlte 12.000 Mal gesagt. Hier, Bettner Proceed. Fieldstar Modding. So, Kipper. Was geht denn da rein? 45.000? 40.000? 31.000. Ja, hoffentlich können wir das immer dann auch noch ziehen, ne? Aber der Case kann das eigentlich. Ich glaube, wir nehmen den hier. 45, ja, aber der ist ganz schön groß, ne? Okay, Entscheidung gefallen. Gut. So, den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Case. Und dann werden wir mal zum Kompost herunterdüsen und mit dem Radlader da mal ordentlich Alarm machen. So, die Ballen habe ich nämlich auch schon wieder schön einsortiert, eingestapelt. Das passt. Also können wir auch Vollgas dann loslegen, ne? So, komm. Der Puma wird die Krampemulde wohl schon ziehen können, wa? Da gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Ein dickes Problem. Weil, man muss auch sagen, das ist doch ab und zu ganz schön bergig hier, ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, das ist eine Flachlandmap hier. Bisschen was müssen sie doch ab und an mal ziehen hier. Aber ich denke, das wird schon, ne? So, Blinker schmeißen, kommt nix. Haben wir noch Nachfrage? Jo. Dann müssen wir gleich nochmal verkaufen fahren. Na, das sieht doch schon gar nicht. Oh, nö, nu komm, aber aus dem. Mann, du. Das sieht doch mal gar nicht so schlecht aus hier.
damit lässt sich doch arbeiten, wa? Da müssen wir aber auch eine Menge Geld jetzt verdienen, du, mein lieber Herr Gesangsverein. So, komm mal her. Na, noch ein bisschen. Und gut. So. Ja, ich denke, das sollte gehen, ne? So, dann schmeißen wir den Radlader nochmal an. Kriegt der auch nochmal eine Schaufel verpasst hier. Gut, und dann würde ich sagen, treffen wir uns in der nächsten Folge unten am Kompostmaster. Ich zeige euch nochmal, wo ihr hinlaufen müsst, wenn ihr dabei sein wollt. Und zwar ganz unten links, ne? Bei Getreidecargo. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne, gerne einen Daumen da lassen. Würde ich mich wirklich drüber freuen. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.